Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hier am Paul-Scherrer-Institut in der schönen Halle der Synchrotronlichtquelle Schweiz. Das Paul-Scherrer-Institut stellt Großforschungsanlagen für Forscher in der Schweiz und weltweit bereit. Vergleichbare Forschungseinrichtungen gibt es in Europa, zum Beispiel in den großen Industrienationen, die auf Forschung und Entwicklung und Hochtechnologie beruhen, also zum Beispiel Frankreich, Deutschland, Großbritannien. International, zum Beispiel in den USA und Japan, gibt es vergleichbare Institute. Die Pandemie hat bei uns einiges durcheinandergewirbelt, wie Sie sich sicherlich vorstellen können und wie es sicherlich auch bei Ihnen der Fall war. Sie sehen jetzt auch, ich selber muss hier mit Maske stehen, auch das Kamerateam ist mit Maske da und wir haben weitere strenge Sicherheitsmaßnahmen und PSI im Platz. Aber ich möchte heute mehr über die Forschung hier am PSI sprechen. Im Frühjahr haben wir uns überlegt, was können wir selber beitragen bei der Pandemie? Was können wir mit unserer eigenen Forschung beitragen? Wo können wir Forschern in der Schweiz und weltweit helfen? Aber auch, wo können wir vielleicht eigene Forschung, die schon länger läuft, in diesem Thema gewinnbringend einbringen hier. Beispiele werden Sie in diesem Film sehen. Wir haben zum Beispiel eigene Projekte mit einer Zusammenarbeit mit China. Dort haben wir in der Vergangenheit bereits MERS und SARS-Coronaviren untersucht, also die Vorgänger sozusagen. Und wir haben die Struktur des aktuellen Coronavirus in Proteinteilen bestimmt. Sie werden auch sehen, wir hatten einen Rapid Access Call, wie das so schön heißt. Normalerweise, wenn Forscher an diese Anlage kommen hier, dann müssen Sie ein halbes Jahr oder länger warten, bis Sie wirklich messen können. In dieser Zeit war es für Corona-Forschung innerhalb weniger Tage möglich, Zugang zu der Anlage zu bekommen, was für einige Projekte sehr hilfreich war. Sie werden also sehen hier, dass wir in verschiedensten Bereichen am PSI versucht haben, für die Corona-Forschung Beiträge zu leisten. Beginnen werden wir nicht in dieser Anlage hier, sondern mit einem Projekt, was plötzlich unerwartet neue Bedeutung erhalten hat, nämlich die Aerosolforschung von Kollegen Professor Urs Baldensberger. Die Aerosole spielen bei der Ansteckung eine wichtige Rolle und wir werden jetzt einmal sehen, was Herr Baldensberger zu sagen hat. In der letzten Zeit wurde häufig diskutiert über den Einfluss, den Aerosole bei der Übertragung von Covid-19-Viruspartikeln haben können. Und ich möchte deshalb dazu einige Dinge erwähnen. Die Rolle der Aerosole bei dieser Übertragung, die ist heftig diskutiert, aber wurde jetzt kürzlich auch durch die Schweizerische Nationale Covid-19-Wissenschaftstaskforce bestätigt. Und es gibt auch einen Bericht darüber, den Sie herunterladen können. Wenn ich mich jetzt auf Aerosole fokussiere, dann möchte ich vorher betonen, dass die anderen Mechanismen, also Tröpfchenübertragung, ebenfalls wichtig sind. Es geht mir nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern es geht darum, dass wir alle möglichen Übertragungsmechanismen minimieren. Was sind Aerosole überhaupt? Aerosole sind flüssige oder feste Tröpfchen oder Partikel, die in der Luft sind, und zwar genügend lange, sodass Sie sie messen können. Für uns vom Labor für Atmosphärenchemie sind Aerosole ein Synonym zu Particulate Matter, wie wir auf Englisch sagen, oder PM, oder auf Deutsch eben Feinstaub. Und für uns sind Partikel bis zu einer maximalen Größe von 10 Mikrometern relevant. Die größeren Partikel, die fallen relativ rasch zu Boden und sind für uns deshalb von geringerer Relevanz. Tröpfchen für die Inhalation von Medikamenten werden auch Aerosole genannt. Die sind ebenfalls in der Größenordnung von 10 Mikrometern oder kleiner. Ein Virus dagegen ist deutlich kleiner als diese 10 Mikrometer, typischerweise so etwa 100 Nanometer. Das heißt, in einem Tröpfchen oder Aerosol von bis zu 10 Mikrometern ist das Virusmaterial ein nur sehr geringer Bestandteil und der ganze Rest ist unser Mucus, der Schleim, den wir eben mit unserer Exhalation oder mit unserem Husten ausstoßen. Die Größenverteilung dieser Exhalation, die hat ihr Maximum bei etwa 10 Mikrometer. Wenn wir husten, dann stoßen wir sehr viel größere Tröpfchen aus. Diese größeren Tröpfchen haben den großen Anteil am Volumen, aber diese fallen, wie gesagt, sehr schnell zu Boden, während die kleineren Tröpfchen, 1 bis 10 Mikrometer,
in der Luft bleiben und eben damit genügend weit über Stunden möglicherweise transportiert werden können und damit eben andere Leute anstecken. Wenn wir nur atmen, dann stoßen wir relativ wenige solche Partikel aus, aber auch schon eine signifikante Menge. Und wenn wir sprechen oder eben sogar singen, dann kann die Konzentration wesentlich höher sein, beim Singen typischerweise 100-mal mehr, als wenn wir nur atmen. Und Superemitter, die können nochmals 10-mal höhere Konzentrationen ausstoßen als normale Leute. Was passiert jetzt mit diesen Partikeln nach der Emission? Sie schrumpfen einerseits, weil sie sich der Luftfeuchtigkeit in der Luft anpassen. Und typischerweise ist die Luft draußen ja niedriger, die Luftfeuchtigkeit draußen niedriger als in unserer Atemluft und darum schrumpfen die Teilchen leichter. Abhängig von der Größe, wie schon gesagt, fallen sie zu Boden und sie verdünnen sich auch. In der Außenluft ist das sehr schnell um einen Faktor 100 verdünnt. Also das heißt, in der Außenluft sind die Konzentrationen der Viren immer deutlich geringer als in einem Innenraum. Und das Virus selbst hat ebenfalls die Eigenschaft, dass es eben im Aerosolteilchen zerfällt. Eine typische Lebensdauer dieses Virus ist so in der Größenordnung von einer Stunde, aber das hängt sehr stark von den Umweltbedingungen ab, beispielsweise ob UV-Licht da ist, ob die Luftfeuchtigkeit richtig ist und so weiter. Wie viele Viren sind nötig für eine Infektion? Wir sprechen, wie gesagt, von etwa einem Zehntel bis einem Virus pro 10 Mikrometer Tröpfchen, also eine sehr geringe Anzahl pro Tröpfchen. Auf der anderen Seite brauchen wir etwa 100 bis 1000 Viren, um eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit der Infektion zu erhalten. Das heißt, wenn wir jetzt diese Zahlen nehmen, beim Sprechen emittieren wir etwa 100 bis 1000 Aerosole pro Liter Luft. Und das bedeutet, dass ein Liter unverdünnte Atemluft, das wären so ein bis zwei Atemzüge, diese können genügen für eine Infektion. Aber wenn wir diese Luft natürlich verdünnen, dann braucht es wesentlich mehr Luft. Wie können wir also die Chancen, dass wir infiziert werden, erniedrigen? Wir können eben einerseits uns draußen aufhalten, weil hier die Verdünnungsraten am höchsten sind. Wenn wir drinnen sind, sollten wir eine Maske tragen. Und wir sollten die Luft mit Außenluft so stark wie möglich verdünnen. Um zu sehen, wie gut wir die Luft verdünnen, können wir einen CO2-Monitor verwenden, weil das ein guter Indikator ist für den Anteil an Frischluft in unserer Atemluft. Wenn wir ein Ventilationssystem haben mit einem HEPA-Filter, ist das eine sehr gute Möglichkeit, weil diese HEPA-Filter die Aerosolpartikel und damit auch die Viren, die in ihnen enthalten sind, eben eliminieren. Oder wir können UVC-Licht verwenden, das ist UV-Licht mit einer Wellenlänge kleiner als 280 Nanometer. Mit diesem Licht wird das Virus ebenfalls rasch abgedeutet. Außerdem wissen wir, dass bei mittleren Luftfeuchten so um 50% die Lebensdauer der Viren am kürzesten ist. Man sollte also allzu trockene Räume, insbesondere im Winter, vermeiden. Das Max-Planck-Institut hat ein Modell entwickelt, das öffentlich verfügbar ist. Und da kann man schauen, wie lange es geht, bis man sich in einem Büro, in einem Klassenzimmer, in einem Chorübungsraum oder bei einer Rezeption infizieren kann. Und das zeigt, dass es eben sehr wichtig ist, diese Verhaltensmaßnahmen, die ich vorher geschildert habe, wirklich strikt anzuwenden, weil sonst eben sehr rasch die Gefahr einer Infektion besteht.
beispielsweise in einem Büro, wenn wir insbesondere noch mit einem Superemitter zusammen sind, sollte man möglichst mehr als nur einmal pro Stunde die Lüftung aktivieren oder die Fenster öffnen, um das Risiko, die in eine Infektion zu halten, zu reduzieren. Wir sind jetzt hier in der Strahllinie Tomcat, gehen durch den Kontrollraum, von dem aus das Experiment kontrolliert wird. Und hier ist die eigentliche abgeschirmte Bleihütte, an der das Experiment durchgeführt wird dann. Falls wir uns mit dem Coronavirus infizieren, zum Beispiel durch Aerosole, wie Sie jetzt gelernt haben, werden unsere Atemwege befallen und letztendlich die Lunge. Dadurch kann sich die Lungenstruktur verändern und das kann zu Komplikationen führen, die sogar dazu führen, dass wir beatmet werden müssen auf der Intensivstation. Wenn man sich nun fragt, was heißt das eigentlich, die Lungenstruktur wird verändert, wird befallen, welche Rolle spielen Vorerkrankungen dabei, welche Rolle spielen zum Beispiel Umweltbelastungen wie Rußpartikel durch Autoverkehr oder durch Hausstaub oder Industrie, dann braucht man letztendlich ein hochauflösendes 3D-Bild der Lunge, also ein hochauflösendes Röntgen-CT, wie Sie es auch im Spital haben, aber eben mit sehr viel höherer Auflösung. Dies genau ist die Strahllinie Tomcat hier. Sie haben hier für kleinere Proben sehr viel höhere Auflösung als im Spital und Sie haben auch andere Kontrastmöglichkeiten, die es Ihnen erlauben, die Lunge abzubilden. Sie werden im Folgenden nun darüber hören, was wir hier an Covid-19-relevanten Messungen durchgeführt haben. Herzlich willkommen an der Tomcat-Strahllinie. An unserer Strahllinie kann man mittels der Röntgentomographie hochaufgelöste Strukturen von komplexen Objekten dreidimensional, nicht destruktiv aufnehmen. Hier ein Beispiel, eine Lungenprobe, die wir jetzt auf unseren Scanner montieren können. Die Maschine wurde schon vorjustiert und wäre damit bereit für die Datenaufnahmen. Die Datenaufnahmen besteht auf eine Reihenfolge von zweidimensionalen Projektionen, etwa 1000 bis 2000 Winkelaufnahmen von zweidimensionalen Röntgenbildern, die dann mittels Computeralgorithmen in einen dreidimensionalen Volumensatz zusammengesetzt werden. Dieser dreidimensionalen Datensatz dann kann quantitativ ausgewertet werden und wir können quantitative Auswertungen produzieren und damit die Struktur besser beschreiben. Also auf diesem Video sieht man, wie ein tomografischer Messprozess abläuft. Wir haben soeben die Messhütte abgesichert, Strahl auf die Probe vorbereitet und jetzt werden eine Reihenfolge von zweidimensionalen Projektionen in kürzester Zeit aufgenommen. Wenn dieser Satz von zweidimensionalen Projektionen steht, schickt man den zu einem Rekonstruktionscluster, auf welche spezielle Rekonstruktionsalgorithmen den Datensatz in einen dreidimensionalen Volumen umrechnen. So einen typischen dreidimensionalen rekonstruierten Datensatz sieht so aus. Das ist jetzt gemessen, also die Messung von einer kompletten Rattenlunge, also eine relativ große Probe, die aber dank der Tomcat-Strahllinie auf der kleinsten Detail aufgenommen wurde. Hier sieht man eine Zoom-In vom ganzen Organskala bis in die Skala, wo man einzelne Alveolen unabhängig detektieren kann. Der nächste Schritt
ist eigentlich das Wichtigste. Einmal, dass man die rekonstruierten Datensätze hat, zum Beispiel in diesem Fall eine rekonstruierte kranke Lunge, also eine emphysematische Lunge, gegenüber einer gesunden, einer sogenannten Kontrollmessung. Optisch sieht man einen gewissen Unterschied, aber das ist ein reines Gefühl. Wichtig ist, so ein Gefühl mit Zahlen zu unterstützen. Und eine sogenannte quantitative Auswertung ist das A und O von unserer Wissenschaft. Also aus diesen dreidimensionalen rekonstruierten Schichten mittels komplexen Auswertungsalgorithmen kann man zum Beispiel zu einer solchen Darstellung kommen, welche zeigt auf der X-Achse das Durchmesser von den verschiedenen Alveolarstrukturen in einer Lunge gegenüber die Frequenz von solchen Strukturen für zwei unterschiedliche Messungen. Eine, das graue hier, eine Kontrollmessung, und die rote da eine kranke Lunge. Und man sieht deutlich zum Beispiel, dass diese Verteilung unterschiedlich sind, und das hinweist, dass tatsächlich die mikroskopische Struktur von den zwei Proben einen quantitativen Unterschied aufweist. Auf dieser Folie sieht man auf der linken Seite eine tomografische Rekonstruktion einer COVID-19-infizierten Lungenbiopsie gegenüber einer gesunden Kontrolle. Was man hier sofort identifizieren kann, ist eine ganz andere innere Struktur im Vergleich zur Kontrolle. Man beobachtet zum Beispiel, wie die einzelnen Alveolen zum Teil kollabiert sind, wie die Wände wesentlich dicker sind im Vergleich zur Kontrolle, und man bemerkt auch gewisse biologische Debris. Und bei so einer Struktur wird eigentlich die Oberflächenspannung in der Lunge zu groß. Die Alveolen eben kollabieren und die Lunge selber kann nicht mehr sauber funktionieren, was zu dramatischen Folgen führen kann. Langfristig möchte man gerne dieses Know-how folgendermaßen einsetzen. Aus einer Seite hat man eine Krankheit, welche anscheinend eine Änderung in der Mikrostruktur, zum Beispiel in diesem Fall der Lunge, verursacht. Aus der anderen Seite kann man bis jetzt diese Mikrostruktur nur anhand von hochaufgelösten Tomografiemessungen gewinnen. Parallel entwickeln wir hier neue Methoden, die uns erlauben sollten, sensitiv zu diesen Mikrostrukturänderungen zu werden, nicht nur für ganz kleine Proben, sondern auf Organskala oder sogar auf den Mensch. Und das wirklich langfristige Ziel ist, eine neue diagnostische Technologie zu entwickeln für die Frühdiagnose eventuell oder eine präzise, personalisierte Follow-up einer bestimmten Krankheit. Könnte man die Ansteckung mit dem Coronavirus durch Medikamente stoppen? Wenn der Virus in unseren Körper eingedrungen ist, ist er darauf angewiesen, sich in unseren Zellen weiter zu vermehren. Er kann sich also nur im menschlichen Körper weiter vermehren. Könnte man dies durch Medikamente stoppen, wäre so die Ansteckung verhindert. Dies sind Fragen, mit denen sich die Pharmakologie beschäftigt, eine Mischung aus Biologie und Chemie. Hier bei uns an der Synchrotron-Lichtquelle Schweiz haben wir die SuperXas-Beamline, an der man sozusagen Chemie live verfolgen kann. Wir werden uns jetzt hier einmal anhören, welche Experimente hier für Covid-19-Forschung durchgeführt wurden. Wir sind hier an der SuperXas-Strahllinie, eine Strahllinie für Röntgenabsorptionsspektroskopie. Normalerweise machen wir hier Energieforschung. So, wir schauen uns Katalysatoren oder Batterien an, wann die funktionieren und wieso die zum Beispiel deaktivieren.
Während der Lockdown haben wir auf Covid-Forschung umgestellt. So, das ist unsere typische Strahlinie. Das Röntgenlicht kommt von der linken Seite, geht durch diese Komponente und trifft dann auf die Probe. So, oberhalb von dieser weißen Linie ist die Probe normalerweise montiert. Und das ist ein Kühlfinger, sodass wir die Probe wunderbar runterkühlen können auf 10 Kelvin. Während der XAS-Messung ändern wir die Röntgen, die Energie vom Röntgenlicht und messen die Intensität vor und nach der Probe. Das gibt uns ein Absorptionsspektrum. Dieses Spektrum gibt uns Informationen über die lokale Struktur rund um ein Metallatom. Zum Beispiel, wenn man ein Zinkatom hat, kann man herausfinden, wie viel Sauerstoff oder Schwefelatome und wie weit diese Atome entfernt sind vom Zinkatom. Das ist Information, die relatiert ist an der Covid-Forschung, die wir hier gemacht haben. In unserer Zelle oder auf unserer Zelle haben wir ein Enzym, das ACE2. Und in dieses Enzym hat man ein Zinkatom. Dieses Enzym ist das Anker für das Covid-Virus. Und wenn das Covid-Virus bindet zu das Enzym, dann ändert sich das Zinkspektrum. Normalerweise macht man Covid-Forschung mit Proteinkristallographie. Proteinkristallographie gibt uns Informationen über das ganze Prozess von der Interaktion mit dem Virus und der Zelle. Es zeigt uns, ob das Virus gebunden ist, wie es wieder entbindet. Es gibt uns Informationen über die Vermehrung von dem Virus in die Zelle und wie es wieder weitergeht. Röntgenabsorption, Spektroskopie, schaut nach einem Schritt, so das Binden vom Virus an dieses Enzym. Und im Gegensatz zur Proteinkristallographie gibt es Informationen über, wie stark es sich an Enzym bindet. Das ist auch wichtige Information, gerade jetzt für diese Mutanten. So, der Forschungsgruppe rund um Neil Schutt und Liliana in Mexico City, die diese Forschung zu der SLS gebracht haben, die schauen sich an, wie stark das Virus mit diesem Enzym reagiert. Was die vermuten, ist, dass diese mutierte Virusvariante, die britische Variante und die brasilianische Variante, dass sie starker binden zu diesem Enzym. Und genau das, diese Information, wie stark das Virus sich bindet mit dem Enzym, können wir aus diesen XAS-Messungen holen. Gerade am Anfang vom Lockdown wurde Chloroquin, das Medizin, was normalerweise für Malaria verwendet wird, diskutiert als Waffe gegen Covid-19. Eine Publikation hat gezeigt, dass eine Kombination von Chloroquin und Zink als mögliche Therapie gegen Covid-19 benutzt werden könnte. Folgestudien haben das der Wirksamkeit nachher in Frage gestellt. Die Hypothese ist, dass das Chloroquin hilft, Zink in die Zelle zu transportieren. Zink hat eine antivirale Wirkung und damit bekämpft es die Infektion der Zelle durch das Coronavirus. Das war die Hypothese. Die Forscher in Mexiko haben sich dann das Medikament angeschaut an Fliegen. So, die Fliegen, die wurden gefüttert mit Chloroquin und Chloroquin plus Zink. In diese Fliegen wird das Zink gelagert in die Nieren. Und diese Nieren haben wir uns dann angeschaut an der SLS. Und was man eigentlich sieht in Spektren, ist, dass es absolut keinen Unterschied gibt zwischen das Spektrum, was man aufnimmt in die Fliege mit Chloroquin und Zink und eine Fliege ohne diese Medikamente. So, was man gelernt hat, ist, dass Chloroquin eigentlich die Menge an Zink im Organ reduziert statt vermehrt, was die Hypothese war. Und das Zink, was im Organ ist, ist eigentlich nicht zu unterscheiden von Zink, was gebunden ist an Chloroquin.
Und damit könnte man eigentlich zeigen, dass eine Wirkung von Chloroquin als Zinktransporter unwahrscheinlich ist. Und was man eigentlich jetzt weiß, ist, dass man kein Chloroquin gibt, aber Zink gibt, dass das tatsächlich eine Wirkung hat. Viren sind eine interessante Daseinsform. Es sind eigentlich gar keine Lebewesen. Sie haben keinen eigenen Stoffwechsel und sie brauchen ein Wirt, wie zum Beispiel uns Menschen, um sich zu vermehren. Wie funktioniert so ein Virus? Um diese komplexe Maschinerie genau zu verstehen, muss man sich die Einzelteile anschauen, die Proteine, aus denen alles Leben aufgebaut ist. Eine der besten Techniken, um sich Proteine anzuschauen, ist die Proteinkristallographie, wie sie zum Beispiel an dieser Beamline hier durchgeführt wird. Lassen Sie uns jetzt anschauen hier, wie Proteinkristallographie funktioniert und was wir hier für die Corona-Forschung getan haben. Bitte folgen Sie mir. Hallo, bei uns an der Strahllinie, an den Proteinkristallographie-Strahllinien kümmern wir uns um sehr kleine Strukturen, und zwar um Proteine, die kristallisiert sind, Proteine, RNA, DNA und Viren, die in kristalliner Form zu uns kommen. Diese Proben sind etwa Hundertstel bis Tausendstel Millimeter groß. Und um die vernünftig zu messen und gute Strukturen für unsere Nutzer und auch für die Forschung zu bekommen, braucht es spezielle Optik. Und ich zeige mal eben, wie wir das bei uns an der Strahllinie machen. Von der SLS bekommen wir von den kreisenden Elektronen hochenergetische Photonen, also Röntgenlicht. Und dieses Röntgenlicht müssen wir natürlich gut behandeln und fokussieren. Denn der Öffnungswinkel ist zwar sehr klein, etwa ein Hundertstel Grad, aber auf 25 bis 28 Meter, wo unsere Proben sind, ist das ein paar Millimeter. Und das ist zu viel für diese kleinen Proben, die wir haben. Der Strahl, unser Röntgenstrahl, läuft hier im Rohr entlang. In einem Vakuum von etwa 10 hoch minus 8 bis 10 hoch minus 6 Millibar. Hier haben wir diverse Filter, Aperturbegrenzungen und Slits. Dann geht es zum ersten Fokussierungsschritt hier in den Monochromator, der gleichzeitig noch den Strahl einfarbig macht und so die beste Wellenlänge, die gerade passt, um die Moleküle aufzulösen, raussucht. Das ist eine Art Farbfilter hier. Und diese Farbfilter sind gleichzeitig wirken als Linsen, um schon mal in einem ersten Schritt zu fokussieren und den Strahl kleiner zu machen. Dann kommt ein Spiegelsystem, was auch zum Richtungsänderung und zum Fokussieren dient. Und wie es dann weitergeht in der Experimentierhütte, zeige ich gleich. Von der Optik bekommen wir jetzt den Strahl schon vorfokussiert und erst kommt jetzt hier weiter und es geht weiter mit präziser Röntgenoptik, mit Aperturen und Filtern im System. Und dann kommen wir hier zum Kirkpatrick-Spiegel, der weiter fokussiert. Der Strahl ist schließlich hier an der Stelle, wo die Proben sind, etwa 40 mal 20 Mikrometer groß. Das sind 400 bis 200 Millimeter oder sogar noch kleiner. Wir können noch stärker fokussieren. Und die Probe wird hier entweder von unseren Nutzern manuell montiert oder eben mit Hilfe des Robotersystems, was im Moment der Standard ist, weil Nutzer sind gerade nicht zugelassen an der Beamline. Und der Strahl ist klein, unsere Proben sind klein und um sie zu treffen und den Strahl stabil zu halten und den Nutzern die bestmögliche Messumgebung anzubieten, haben wir natürlich Diagnostik und dann ein aktives Feedback, mit dem wir die Strahlposition regeln können und dafür sorgen, dass der Strahl permanent auf die Probe trifft. Die Probe sitzt hier auf dem Goniometer. Das ist eine Rotationsstage. Ein Drehluftlager und wird während der Messung durch den Röntgenstrahl gedreht, dass quasi alle Ebenen des Kristalls, in dem die Moleküle sich angeordnet haben, mit dem Röntgenstrahl wechselwirken können. Und dann wird permanent die Wechselwirkung vom Kristall
mit dem Röntgenstrahl gemessen. Und die so erzeugten Bilder, das sind Beugungs- und Interferenzeffekte, also die, der Strahl wird an den einzelnen Gitterpunkten des Kristalls, die Moleküle sind, gestreut. Und diese Bilder, die dann entstehen als Überlagerungseffekte, werden dann hier auf dem Detektor aufgezeichnet, permanent. Und das ist ein sehr schneller Detektor, weil die Rotation ist auch sehr schnell und es werden permanent Bilder aufgenommen. Also pro Messung, pro Kristall sind das schon tausende von Bildern. Und dieser Detektor ist ein Eiger 16M und das ist auch ein spezieller Aktiv-Pixel-Detektor, der auch hier mit an der Beamline entwickelt wurde. Wie die ja doch recht aufwendige Datenauswertung stattfindet, wird euch gleich Dennis erklären. Okay, hallo zusammen, wir sind jetzt im Kontrollraum und ich zeige euch, wie die Messung im Kontrollraum auf dem Bildschirm hier aussieht. Wir haben hier beispielsweise eine Kristalle montiert in einem der Loops und dieser Kristall wird dem Lichtstrahl ausgesetzt. Und je nachdem, wie die Proteine im Kristall angeordnet sind und wie die Atome im Protein angeordnet sind, wird der Lichtstrahl auf unterschiedlichste Art, aber spezifische Art umgelenkt. Diese Umlenkungen werden wir auf einem Detektor aufnehmen und das resultierende Beugungsmuster, von dem können wir strukturelle Informationen vom Protein extrahieren. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Diffraktionsbilder aussehen, die wir dabei aufnehmen. Wie gesagt, der Kristall, der im Loop montiert ist, wird meistens um 360 Grad gedreht und alle 0,1 bis 0,2 Grad oder so wird dieser Kristall belichtet für eine gewisse Zeit, meistens 10 bis 100 Millisekunden und daraus entsprechend sammeln wir also einige tausend Fotos, die dann so aussehen. Ich drücke hier mal auf Play, dann seht ihr, wie das etwa aussieht. Okay, und wie bereits gesagt, können wir die Struktur von Protein von diesem Beugungsmuster ableiten. Und diese Struktur benutzen wir dann für eine Methode zur Wirkstoffentwicklung. Die Methode selber heißt strukturbasierte Wirkstoffentwicklung. Und die basiert auf dem Sachverstand, dass jedes Protein oder ein Protein, das man so angeht, dass es ein aktives Zentrum hat. Und dieses aktive Zentrum wichtig ist für einen krankheitsrelevanten Mechanismus, den man beeinflussen möchte. Man kann beispielsweise aufgrund der Struktur chemische Verbindungen erzeugen, die dann dieses aktive Zentrum blocken und somit die Proteinfunktion blocken. Und damit kann man beispielsweise den Krankheitsverlauf abmindern oder komplett unterbinden. Jetzt in diesem spezifischen Projekt, auf dem wir arbeiten, benutzen wir eine nochmal spezifische Methode der strukturbasierten Wirkstoffentwicklung, in welcher wir kleine chemische Verbindungen, kleine chemische Fragmente mit dem Protein testen und dann schauen, wie gut diese Fragmente in dieses aktive Zentrum passen. Diese kleinen Fragmente können dann miteinander verknüpft werden, um dieses aktive Zentrum optimal auszufüllen. Denn je besser ausgefüllt, desto besser ist das Blockieren. Um den Coronavirus zu verstehen, um Behandlungen und vorbeugende Maßnahmen zu entwickeln, müssen Forscher aus vielen Fachrichtungen zusammenarbeiten. Ich hoffe, Sie haben einen Eindruck davon bekommen, wie komplex dies ist, aber auch wie faszinierend diese Forschung sein kann. Gleichzeitig haben Sie vielleicht auch gesehen, wir konnten nur deshalb so schnell Ergebnisse erzielen, weil dies auf der Forschung in den vorhergehenden Jahren von vielen Forschern beruht. Zum Beispiel konnten wir die Struktur des Coronavirus relativ schnell deshalb aufklären, weil wir bereits in der Vergangenheit an MERS und dem ersten SARS-Virus geforscht haben. Genauso hoffe ich, dass zwar einerseits die Covid-19-Erkrankung aufgrund der Impfung bald Geschichte sein wird, aber die Forschung an Viren muss weitergehen. Viren sind für uns wichtig. Sie können sowohl Krankheiten auslösen als auch zum Beispiel Krebs heilen. Also sie sind im Guten und wie im Bösen wichtig für uns. Gleichzeitig muss andere Forschung weitergehen. Diabetes, Alzheimer, Parkinson. Wir sollten diese wichtigen Themen nicht vergessen, indem wir jetzt ein Thema nur prioritär behandeln.
Und zum Beispiel ganz andere Bereiche, wie zum Beispiel Materialforschung, Computertechnologie sind weiterhin wichtig. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen die Faszination Forschung vermitteln und ich danke Ihnen viel für Ihre Aufmerksamkeit.